du endlich rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Sire de la Serre, wartet! Nom de Dieu! Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blutperrot. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Monsieur de la Serre! Halt! Pech gehabt. Muss von außen rumgehen. Macht Platz, macht Platz! Oder drüben. Wie war das? Verdammt, macht langsam! Walnuss scheint in dieser Saison sehr in Mode zu sein. Wer führt denn bloß diese Kutsche? Pelops? Monsieur de la Serre! Excuse. Falsche Kutsche. Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Seid ihr ja.
Heute bin ich umgeben von den Repräsentanten dieser Nation. Hier steht jemand Führer. Hier redet der Krieger. Wo zum Teufel sind Sie? Viel Zeit ist ins Land gegangen. Seit der letzten Versammlung. Und obwohl die Einberufung, wie es scheint, etwas außer Gebrauch gekommen ist, habe ich nicht gezögert, diese Praxis wieder einzuführen. Sie müssen mir gefolgt sein. Eine Praxis, die dem Königreich Kraft geben und der Nation eine Quelle des Glücks sein. Die Staatsschulden sind zur Zeit Krieges noch weiter gewachsen. Denkt ihr, wie lange der noch redet? Der einzige Ausweg, der uns blieb, war die Erhöhung der Steuern. Und ihre ungleiche Verteilung machte die Sache. Tja, und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffenruhe. Worum bitte ging es da bloß? Nun kommt, wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Schnapp ihn, Hugo! Wohl eher nicht. Hack ihn, Hugo! Mein Großer. Tag, oder, Viktor? Auf euer Wohl, meine Herren. Du, Bursche! Halt! Was machst du da? Weglaufen! Wer wird denn kommen? Da komme ich nicht wieder rein. Dann werde ich zu Hause auf Sie warten.